Wir tauchen in der Tagesordnung wieder auf, beziehungsweise setzen vorne fort und kommen zum Tagesordnungspunkt 9, Ausbau der Wasser- und Abwassersysteme für den Dresdner Nordraum. Hier gibt es einen einstimmigen federführenden Ausschussbericht. In der Fraktionsrunde beginnen die Freien Wähler. Kein Redebedarf CDU-Fraktion, kein Bedarf Grünen. Herr Schlick, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Stream und hier vor Ort. Zunächst einmal möchte ich erwähnen, dass wir einen Ergänzungsantrag eingebracht hatten. Den würden wir für heute nochmal zurückziehen. Ich erzähle gleich in meiner Rede noch ein bisschen mehr dazu. Die Halbleiterindustrie ist wichtig für den Wirtschaftsstandort Dresden. Die Unternehmen im Dresdner Norden entwickeln zukunftsweisende Technologien und bieten Zehntausenden Bürgerinnen und Bürgern sichere Arbeitsplätze. Dass in Zukunft anstelle von aufbereitetem Trinkwasser eine Brauchwasserfassung geschaffen werden soll, um die Versorgung der Dresdner Neustadt zu entlasten, begrüßen wir. Das vor allem für Kühlprozesse benötigte Wasser bedarf nämlich gar keiner Trinkwasserqualität. Auch die Entlastung der rechtselbischen Kanalisation durch den geplanten Industriesammler Nord unterstützen wir. Es gibt aber auch Bedenken. Viele Menschen sorgen sich, dass die geplante Wasserfassung der Elbe zu viel Wasser entziehen könnte. Dazu möchte ich hier ein paar Zahlen in den Raum werfen. Im Ostrhein-Gehege sollen also künftig bis zu 24.000 Kubikmeter pro Tag gepumpt werden. Bei dem Wasser handelt es sich zum Großteil um Uferfiltrat, also im Prinzip Sickerwasser, das aus der Elbe stammt. Bei Niedrigwasser führt die Elbe im Mittelalter allerdings die 360-fache Menge Wassermenge. Damit ist die geplante Förderleistung immer noch nur ein kleiner Bruchteil des Wasserdargebots, selbst im Niedrigwasserfall. Das Umweltamt hat ermittelt, dass eine Kapazität von 40.000 Kubikmeter pro Tag im Ostrhein-Gehege verfügbar ist, also genug, um die gewünschte Leistung zu erreichen. Bei diesen Zahlen handelt es sich aber nur um bisherige Mittelwerte. In Zukunft rechnen wir aufgrund des Klimawandels mit häufigeren und längeren Dürreperioden, während der Wasserbedarf der Unternehmen wohl eher steigen als sinken wird. Daher möchten wir eben einen Antrag einbringen, dann eben heute nicht als Ergänzungsantrag, sondern als eigenständigen Antrag nach den Ferien. Wir verschieben das nochmal, es wird heute nicht abgestimmt, um eben auch die Gelegenheit zu bieten, dass noch in den Ausschüssen beraten werden kann. Ich möchte trotzdem dazu ein paar Worte verlieren hier. Wir müssen nämlich über den Wasserbedarf der Unternehmen der Mikroelektronik hinausdenken. In Zeiten des Klimawandels steht die Wasserversorgung für alle Dresdnerinnen und Dresdner zur Debatte. Wir wollen die Sachsenenergie beauftragen, in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung eine Studie zur Zukunft der Wasserversorgung in Dresden zu erarbeiten. Dabei soll prognostiziert werden, wie sich die Wasserbedarfe innerhalb der Stadt und das Wasserdargebot vor dem Hintergrund des voranschreitenden Klimawandels künftig entwickeln werden und wie der steigende Wasserbedarf in Zukunft sicher gedeckt werden kann. Wir wollen aber auch die betroffenen Unternehmen mit in die Verantwortung nehmen. Angesichts des zunehmend knapper werdenden Gemeingutes Wasser kann es nicht sein, dass sich Unternehmen einfach darauf verlassen können, dass die Stadt ihnen das Wasser zur Verfügung stellt. Es sollen daher Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie vor allem jene Unternehmen mit besonders hohem Wasserverbrauch eine Eigenleistung erbringen können. Dies kann zum Beispiel geschehen durch interne Wasseraufbereitung, geschlossene Kreisläufe oder die Verwendung von Niederschlagswasser. Für uns Grüne ist es sehr wichtig, dass wir als Stadt Dresden mit der wertvollen Ressource Wasser verantwortungsbewusst und sparsam umgehen und schon jetzt Vorsorge treffen für Zeiten der Trockenheit und des Wassermangels.
Wir werden der Vorlage heute unsere Zustimmung geben und hoffen dann auf eine konstruktive Debatte zu unserem geplanten Antrag nach den Ferien. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schlick. Nächste Fraktion, die AfD-Fraktion. Herr Vetterlein, bitte. Sehr geehrter Herr stellvertretender Oberbürgermeister, sehr geehrte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Unsere Heimatstadt ist nicht nur für Touristen attraktiv und anziehend, nein, auch und vor allem für die Wirtschaft und hierbei auch für internationale Unternehmen. Dresden hat sich mehr und mehr zu einem interessanten und attraktiven Standort für Unternehmen der Mikroelektronik und der damit im Zusammenhang stehenden Firmen entwickelt. Diese Attraktivität begründet sich unter anderem darauf, dass die Infrastruktur passt, dass benötigte Fachkräfte vorhanden sind, die zum Teil auch in hiesigen Bildungseinrichtungen, zum Beispiel an der Dresdner Technischen Universität, ausgebildet werden. Also, Dresden steht nicht nur, wie üblicherweise immer betont, für seine Kultur, ist also nicht nur eine Kulturstadt, sondern auch eine Wissenschafts- und Industriestadt. Diese Entwicklung gilt es auf kommunaler Ebene zu unterstützen und zu befördern. Die hier nun vorliegende Vorlage der Stadtverwaltung zum Ausbau der Wasser- und Abwassersysteme im Dresdner Nordraum soll und wird dem Rechnung tragen. Es ist zudem eine Kernaufgabe der Stadtverwaltung und der Stadt und keine freiwillige Leistung für eine ausreichende und stabile Wasserversorgung sowohl für die Dresdnerinnen und Dresdner als auch für die Industriebetriebe zu sorgen. Natürlich ist dieser hier vorliegende Ausbau mit immensen finanziellen Mitteln verbunden. Und dennoch, auch wenn Herr Kiesling von der Partei Die Linke dieses wahrscheinlich wieder ins Lächerliche ziehen wird, es gibt dazu keine Alternative. Es sei denn, Herr Kiesling, Sie wollen keine weitere Ansiedlung bzw. Erweiterung von Firmen, was natürlich auch bedeuten würde, dass Sie gegen die weitere Schaffung von Arbeitsplätzen und Gewerbesteuereinnahmen wären. Wir als AfD wollen auch weiterhin die Wirtschaft unterstützen und stimmen somit dieser Vorlage zu. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächste Fraktion, Die Linke. Kein Redebedarf. SPD-Fraktion, Herr Engel, bitte. Sehr geehrter erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich will es ganz kurz machen. Wir finden die Vorlage sinnvoll und gut, wirtschaftlich sinnvoll mit Blick auf den Wirtschaftsstandort in Dresdner Norden, aber auch wirtschaftlich sinnvoll damit, dass wir natürlich da auch mit unseren städtischen Unternehmen auch nochmal eine dauerhafte, auch zusätzliche Einnahmequelle auch bekommen. Das haben wir in den Ausschussberatungen auch entsprechend hinterfragt, dass das sich dann auch wirtschaftlich trägt. Das ist, glaube ich, auch ökologisch sinnvoll mit Blick darauf, dass wir eben nicht kostbares Trinkwasser nutzen, sondern eben zunehmend auch Brauchwasser. Ich glaube, das sind Lösungen, die sollte man sich auch für andere Wirtschaftsbereiche und vielleicht auch andere Nutzungszwecke noch mal intensiver angucken, wie wir da zu verschiedenen Systemen kommen, weil ich glaube, die Herausforderung wird ja eben nicht nur sein, genug Wasser zu haben, sondern immer auch genug Wasser von der entsprechenden Qualitätsstufe. Und manchmal muss ich dann vielleicht jetzt auch Abstriche machen, aber die sind vielleicht manchmal gar nicht so problematisch, wenn es um Nutzungen geht, die eigentlich eben gar nicht diese Qualitätsanforderungen haben. Ich möchte an sich nur kurz hier an dieser Stelle beantragen, den Punkt 4 des Ausschussvotums Bauausschuss noch in die Beschlussempfehlung mit aufzunehmen. Wir hatten dort mit sehr breiter Mehrheit im Bauausschuss einen zusätzlichen Punkt nämlich noch reinformuliert, der lautete, die für die neue Betriebswasserleitung notwendigen Straßenbauarbeiten sind insbesondere hinsichtlich möglicher Auswirkungen, zum Beispiel Parksituation, Auswirkungen auf den fließenden Verkehr und denkbaren Begleitmaßnahmen, zum Beispiel Straßenbaumpflanzung, mit dem Stadtbezirksbeirat Pieschen und den zuständigen Fachämtern abzustimmen. Das würden wir hier gerne noch zusätzlich reinnehmen als neuen Beschluss. Punkt 5 hat vor allem den Hintergrund, wir haben im Zuge der Fernwärmebauarbeiten durch die Drewag und Sachsenenergie bei uns im Stadtteil gemerkt, dass diese Abstimmung zwischen unterschiedlichen Fachämtern, zwischen
ein Stück weit auch den Unternehmen, den eigenen städtischen Unternehmen und auch dem Stadtteil nicht immer so gelingt. Dass da zum Teil Straßen zweimal binnen eines Jahres aufgerissen wurden. Ein paar der Straßen, die jetzt hier auch wieder in Angriff genommen werden sollen, wurden jetzt auch vor kurzem nochmal wieder aufgerissen. Und man merkt dann zum Teil auch, dass im Stadtteil ein gewisser Verdruss entsteht, wenn man dann vor Ort einfach nicht entsprechend eine Abstimmung hat, was so die Beeinträchtigung anbelangt, aber auch nicht wirklich so ein Vorteil danach, dass man entsprechend zum Beispiel mal ein paar Bäume noch gepflanzt hat in einem sehr, sehr überhitzten Quartier. Das ist tatsächlich nochmal so ein bisschen unser Ansatz, dass wir das hier nochmal entsprechend mit reinbringen. Der Bauausschuss hatte es ja schon mal mit breiter Mehrheit positiv votiert. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Engel. FDP-Fraktion, kein Bedarf, Dissidenten, kein Bedarf. Damit ist die Rednerliste hierzu abgearbeitet. Wir können in das Abstimmungsverfahren eintreten. Wir hatten zunächst den soeben von Herrn Engel eingebrachten Ergänzungsantrag, den Punkt 4 aus der Beschlussempfehlung des Ausschusses Stadtentwicklung und Bau als 9.5 hier in den Bericht des federführenden Ausschusses aufzunehmen. Wenn Sie diesem Änderungsantrag zu dieser Ergänzung zustimmen, bitte ich Sie um Ihr Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltung? 64. Dies ist einstimmig mit 64 Ja-Stimmen ohne Gegenstimme, ohne Enthaltung so bestätigt. Und dann darf ich aufrufen den so geänderten Bericht des federführenden Ausschusses zur Schlussabstimmung und bitte um Ihr Kartenzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? 64. Es ist ebenfalls mit 64 Ja-Stimmen, ohne Gegenstimme, ohne Enthaltung so bestätigt. Wir haben damit den Tagesordnungspunkt 9 absolviert. Wir vorhin schon ohne Debatte. Und wir kommen zum